Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Euregio TV, dem Magazin aus den drei Ländern der Europaregion Südtirol, Trentino und Tirol. Heute soll es uns unter anderem um Kultur gehen. Dazu befinden wir uns im MART, dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von Trient und Rovereto. Die Ausstellung Umberto Boccioni, Genie und Erinnerung, ist hier in neuer Weste zu sehen. Sie hatte bereits im Palazzo Reale in Mailand erste Erfolge erreicht. Mehr Kulturzentrum als traditionelles Museum ist das MART heute eine europaweit anerkannte Ausstellungseinrichtung, ein gleichberechtigter Partner der internationalen Museen, eine Bezugs- und Auseinandersetzungsmöglichkeit für das eigene Land. Eine weit gefächerte Kultureinrichtung, welche Publikum, Künstler, Sammler, Wirtschaft und Bevölkerung gleichermaßen anspricht. Zum 100. Todesjahr von Umberto Boccioni, 1882 bis 1916, widmen die Stadt Mailand und das MART in Rovereto dem Künstler zwei Ausstellungen, die auch anhand noch unveröffentlichter Dokumente den künstlerischen Werdegang und das internationale Niveau des Artisten aufzeigen. Am Anfang finden wir die kleine Reproduktionen, die kleine Abbildungen, die Boccioni sammelte. Und dann die Ausstellung zeigt die Werke, die in dieser Reproduktion, in dieser Abbildungen abgebildet waren. Und dann die Produktion, die Geschichte von diesem Maler, die einer der wichtigen Maler, der wichtigen Künstler von Futurismus war. Und deshalb haben wir Bilder wie das Bild hinter mir, zum Beispiel Nudo di Spalle contro Luce, eine der wichtigen Werke des MART, das Museum von Arte Moderna di Trento e Rovereto. Normalerweise steht dieses Bild hängt dieses Bild in der ständigen Sammlung. Heute hängt er in dieser Ausstellung und wir können diese Bilder wie andere Bilder von Boccioni schauen und studieren in einer Beziehung mit dem wichtigen historischen Bilder wie Dürer zum Beispiel oder die zeitgenössische Künstler von Boccioni selbst. Wahrscheinlich wissen die meisten von uns nicht, dass wir es fast täglich mit einem Werk von Boccioni zu tun haben. Auf der 20-Cent-Münze ist nämlich eine seiner Skulpturen aus dem Jahr 1913 abgebildet. Ihr Titel ist Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum, Forme unique della continuità nello spazio. Und das Original befindet sich in der Galleria d'Arte Moderna in Mailand. Die Ausstellung im MART in Rovereto zeigt über 180 Werke, darunter Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Bücher und mehr, um die Entwicklung dieses Künstlers des Futurismus aufzuzeigen und darzustellen. In der Sammlung von MART gibt es nicht nur Bilder oder Skulpturen, sondern auch Papier, Dokumenten, Tagebuch. Und in dieser Ausstellung finden wir auch die wichtigen Tagebuch von Boccioni selbst. Es sind nicht grafische Tagebuch, sondern auch Tagebuch von Bildern, von Abbildungen. Und diese Abbildungen sind sehr wichtig, um die Boccioni-Werke zu verstehen und zu studieren. Und diese Ausstellung zeigt diese Tagebuch und dieses große Atlas von Boccioni. Neben diese Karten, neben diese Dokumenten finden wir auch viele Bilder von Boccioni selbst und viele Bilder von Autoren, von Künstlern, die sehr näher an Boccioni waren. Das MART in Rovereto widmet sich aber auch der zeitgenössischen Kunst. Direktor Gianfranco Marianello zeigt uns die Neuigkeiten dieses faszinierenden Bereichs des Museums. Das zweite Stockwerk des MART ist den zeitgenössischen Sammlungen gewidmet. Das heißt jener Kunst, die immer deutlicher die Entgrenzung des Bildes und der Skulptur zum Ziel hat und in einen offenen Raum führt.
Das Maat lässt hier den Begriff Pinakothek hinter sich und erstreckt sich über großzügige Flächen, entsprechend den Darstellungsformen der zeitgenössischen Kunst, wie Installationen, Werke des Environments oder der Prozesskunst bis hin zu Erfahrungen mit der neuesten Multimedia-Technik, also der Gegenwart einer von Fernsehinformation und neuen Medien geprägten Zeit. Von der Kultur nun zur Geschichte. Der Erste Weltkrieg ist ein Krieg, der in Südtirol, Trentino und Tirol tiefe Spuren hinterlassen hat. Anlässlich der 100 Jahre seit diesem Krieg hat die Europaregion nun ein Internetportal eingerichtet, das Zeugnisse aus dieser Zeit sammelt und zum Nachdenken anregen soll. Wer Europa ohne Krieg möchte, der muss über die Ereignisse der Vergangenheit Bescheid wissen. Und Europa ist schließlich das größte Friedensprojekt, das in diesem Umfang je erreicht wurde. Die Vergangenheit kennenlernen und pflegen, damit nicht nochmals die gleichen Fehler begangen werden. Die Europaregion hat ein Internetportal eingerichtet, das der schrecklichen Geschichte der Jahre 1914 bis 1918 gewidmet ist, der Geschichte des Ersten Weltkriegs. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs immer noch über Krieg zu reden, heißt davon zu erzählen, dass auch heute die Menschen doch Opfer der Kriege sind. Es gibt zurzeit 36 Kriege, die ausgetragen werden, und der Zufall bringt es mit sich, dass damals 36 Länder in den Krieg, den wir heute Ersten Weltkrieg nennen, verwickelt waren. Es gibt eine Kontinuität der Themen, der Gründe, der Orte, als wären diese 100 Jahre nicht vergangen. Wir leben in einem Land, diesem, dem Trentino, Südtirol, der Europaregion, das eines der Hauptakteure dieser letzten 100 Jahre ist. Die Inhalte des Werbeportals zum Ersten Weltkrieg betreffen praktisch alle Bereiche aus diesen finsteren Jahren unserer jüngeren Geschichte. In diesem Portal hat Regio und die drei Landesteile, die es darstellt, versucht gemeinsam, also sprich länderübergreifend, nationalitäten- und regionalübergreifend, einen Moment unserer Geschichte, also den Ersten Weltkrieg, gemeinsam zu überarbeiten. Wir sind uns bewusst, wie wichtig das sei, hauptsächlich in einem Moment, in einem geschichtlichen Moment wie in demjenigen, den wir jetzt gerade erleben, für unsere Jugendliche Gemeinsamkeiten im Gegensatz zu Zerrissenheiten und Auseinandersetzungen darzustellen. Das Portal ist dann inhaltlich auch sehr interessant und vielseitig gestaltet. Ich lade wirklich alle herzlich ein, da hineinzuklicken und sich mal das anzugucken, denn es gibt wirklich für jeden was Interessantes zu finden. Wir finden darin Audios, Videogalleries, Texte und Abbildungen zu den Spuren, die der Erste Weltkrieg in unserem Land hinterlassen hat, aber wir finden auch viel Aktuelles, insbesondere Interviews mit bedeutenden Journalisten zu den Konflikten, die heute noch im Gange sind, aber ihren Ursprung in den Ersten Weltkrieg haben. Über 100 Jahre nach dem Ausbruch dieses Krieges, der fast die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte, ist es wichtig, Themen wie Zusammenleben und Frieden wieder in den Mittelpunkt zu stellen. In einem Land, das sich inzwischen als grenzüberschreitend, als Brücke zwischen Kulturen und Welten bezeichnet, 100 Jahre danach immer noch über Krieg reden, bedeutet, nach den Gründen zu suchen, warum es keine Kriege mehr geben darf. Hier ist es gelungen, ein Zusammenleben aufzubauen, das ursprünglich sicher nicht einfach war, und trotzdem funktioniert es. Es gibt einen kulturellen Austausch von Ideen und Personen. Es gibt Beziehungen. Das heißt, dass es Alternativen zum Konflikt, zum Krieg, zum Wunsch nach Macht über andere Länder gibt. Nach 100 Jahren immer noch hier zu sein, ist ein starkes Symbol. Es bedeutet den Versuch, Lösungen, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, in einer Welt, die sich diesen Möglichkeiten oft verschlossen zeigt.
Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen euroregionalen Sendung. Wir verabschieden uns von Ihnen und wie immer finden Sie im Anschluss die kulturellen Angebote der nächsten Tage aus der gesamten Europaregion.